Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal, hier ist wieder euer Stürmi. Ja, heute habe ich für euch neues Equipment für meine Streams bzw. Videoaufnahmen. Und ja, ich habe hier das rote NT-USB Mini und einen neuen Mikrofonarm, auch von Rode, und zwar das PSA-1. Ja, warum? Weil ich die Qualität vom Audio her besser machen möchte. Ich hoffe, es wird auch besser. Das werdet ihr nachher hören vielleicht. Also im Moment spreche ich hier mit dem Mikro von der Firma Auna. Das Auna Mic 900B ist das hier. Mit einem, ja, was heißt billig, billig Arm. Auch so eins wie das hier ungefähr. Aber man hört es. Ja. Ziemlich eine wackelige Angelegenheit. So hält es ja eigentlich. Aber ja. Der Unterschied ist halt vom Preis her. Und zwar kostet das Auna, ich glaube, so um die 90 Euro. Das Rode hat mich jetzt, glaube ich, 112 gekostet und der Arm hier, glaube ich, 90. Und mein Arm, wo ich jetzt benutze, der hat, glaube ich, so um die 20 Euro gekostet. Aber ich möchte halt mehr Qualität haben. Ich weiß, man sollte eigentlich gleich an Qualität kaufen am Anfang. Aber wie ich damit angefangen habe mit YouTube, hatte ich das Geld halt nicht so gehabt. Da habe ich mir erstmal alles so, was heißt vom Billigsten gekauft, aber halt so, dass ich mir das leisten konnte. Ja, und deshalb habe ich mir jetzt mal ein neues Mikro gegönnt und einen neuen Arm. Und ich denke mal, wir fangen mit dem Arm an und dann kommen wir hier zu dem Mikrofon. So kommt das bei euch an, denke ich mal, oder in der normalen Verpackung noch mal extra. Ja, wie gesagt, das hier ist das rote PSA-1. Es ist ein guter Schwenkarm. Es gibt auch noch eins vom Blue, glaube ich, aber das kostet ja noch mehr. Aber für Aufnahmen und Streaming reicht das hier vollkommen. Vielleicht zeige ich euch am Ende des Videos noch mein altes Equipment. Mal schauen, was ich damit mache, ob ich das als Ersatz behalte, wenn mal jemand zu Gast ist, dass ich das hier neben mich machen kann noch. Jo, dann würde ich mal sagen, wir öffnen mal das gute Teil hier. Ich hole mir mal gerade schnell ein Messer, sorry. So, ein Messer. Dann machen wir das hier mal auf. So. Ja, ich war ja lange weg jetzt, in der Zeit, wo ich hier das jetzt auspacke. Ich war ja eine lange inaktiv, was mit Streaming war und mit Videos. Aber ihr wisst ja warum, denke ich mal, die meisten wissen es. Ja, und jetzt bin ich halt wieder am Stissel. Ja, was gibt's jetzt noch zu sagen? Also, ich will mal gucken, was ich jetzt wieder anfange mit Gamings oder an Videos, ob ich wieder mit FIFA Mobile anfange oder andere Apps vielleicht mal probiere. So. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich das hier rausbekomme. Kriege ich das hier rausgeschoben? Das ist irgendwie noch fest hier unten. Ich schneide es noch von der Seite am besten auf. Mal schauen, ob das dann besser funktioniert. Zack. Zack. So. Jetzt muss ich mal schauen, wie das hier funktioniert. Ich dachte, das zieht man hier so raus. Aber ja. Okay, ich hab's offen. So. Dann ziehen wir es mal raus. Das gute Teil.
So. Da ist noch irgendwas drin. So bekomme ich das nicht ganz auf. Mal gerade schauen. Ich dachte, das kann man hier so rausziehen. Komischer Karton. Jetzt habe ich's. So. So, dann schauen wir mal, was hier noch drin ist. So. Da ist noch was drin. Eieiei. So. Okay. Erstmal alles auf Seite machen. So. Upsala. Kam ich jetzt an die Kamera. So. So sieht das dann aus, wenn es fertig ist. So, dann schauen wir mal rein hier. Ich werde natürlich die Sachen alle unten in der Videobeschreibung verlinken. Auch die anderen Sachen, wo ich hier habe, werde ich auch mal unten reinpacken. Ich habe auch zwei neue Monitore jetzt, weil ich ja einen PC-Monitor hatte. Das andere war auch ein PC-Monitor, aber der ist leider hinübergegangen. Und der andere, wo ich hier auf der rechten Seite hatte, war ein Fernseher normalerweise. Ja, jetzt habe ich drei richtige Monitore. Ich kann ja mal mein Gaming-Setup mal zeigen in einem Extra-Video, wenn ihr das wollt. So. Müll. Erstmal zur Seite. So, dann packen wir das hier noch aus. So. Oh. Komm, raus, raus, raus. So. Das hier ist für den Tisch hier. Das macht man dann hier an den Tisch ran, schraubt es hier fest mit dieser Schraube hier, dann kommt hier der Arm rein. Ja. So, dann schauen wir mal, was hier ist. Das hier brauchen wir auch nicht mehr. So, dann hier Spring. Achso, das geht dann auf, okay. So. Zack. Jetzt ist das natürlich so groß, dass man, ja. So, hier oben kommt das Mikro ran. So, dann sind hier noch sogar Befestigungsklettbänder für Kabel. Und das hier ist der untere Teil, der kommt dann hier in dieses Ding hier rein. So. Ihr seht auch später den Unterschied, wenn ich den alten Arm zeige. So, dann haben wir hier noch ein Gewinde für andere Sachen anzuschließen. Was heißt anzuschließen? Ranzumachen. Für Mikrofone und so. So, was haben wir hier noch? Okay. Das wusste ich jetzt nicht, dass das hier auch dabei ist. Das ist für den Schreibtisch. Da kann man sich ein Loch in den Schreibtisch bohren. Das hier dann befestigen. Das hier kommt unten hin. Dann kann man es hier reinstecken. Und ja. Dann hat man das hier nicht neben sich. Das ist ja schon ein Riesenklopper. Ja, aber ich werde das hier benutzen. Weil ich habe hier schon ein Loch drin in meinem Schreibtisch für meine Gaming-Monitore oder PC-Monitore. Also das werde ich hier nicht benutzen. Ja, aber cool, dass es dabei ist. Wusste ich jetzt natürlich nicht. So, rein mit hier wieder. So.
Okay. Das wär's mit dem Arm gewesen. So, dann legen wir mal auf Seite. So. Und jetzt kommen wir zu dem Mikrofon. So. Ist natürlich ein USB-Mikrofon. Sehr, was heißt sehr klein, nicht, aber halt nicht so groß. So, schneiden wir hier mal an den Seiten auf. Na? Hier, glaube ich, brauche ich nichts aufzuschneiden. So, hier kann man noch sehen, Studioqualität, Headphone Output, also Kopfhörerausgang, USB Connecting und der Ständer ist magnetisch. Ja. So, enthalten ist halt das Mikrofon, der Ständer und halt ein Kabel. So. Ja, will noch nicht aufgehen. Das gleiche Problem wie bei dem anderen. Jetzt müsste es gehen. Jetzt müsste es gehen. Oder muss ich das hier oben aufmachen? Aber ich dachte, das könnte man hier so hochschieben. Oh, wo hängt es denn hier? Ah. Boah, das haben die aber nicht so gut gemacht, finde ich. Man kriegt es ja nicht mal raus. Ist das hier auch noch fest? Weil ich habe das gar nicht gesehen. Hier ist nichts fest. Ah, jetzt kommt's. Zack. Zack, zack, zack. So, hier sieht man nochmal das Mikro. Das ist gleich wie eben. Dann öffnen wir das Ganze mal. So. Da drin enthalten. Hier ist ein Quick Start Guide. So, dann ziehen wir das mal hier raus. Kann zur Seite. So, jetzt ja. So, oh, so hier ist das Mikro. Oh, hat ganz schön Gewicht, also mehr Gewicht wie mein altes Mikro. So, jetzt muss ich mal schauen, kann man das hier komplett rausziehen oder wie? Alter, Kabel, wie haben die das hier gemacht? Junge, Junge, Junge. Das ist echt Press hier drin. So, jetzt habe ich's. Machen wir das hier mal zur Seite. Das hier brauchen wir auch nicht. So. Hier haben wir den Standfuß. Dann haben wir hier noch das Kabel. Und was haben wir noch? Nichts mehr. Gut. Auch zur Seite, das hier kann zur Seite. So. Dann holen wir das hier mal raus. Irgendwas fehlt doch noch, oder nicht? Irgendwas fehlt noch, glaube ich. So. Hier haben wir auch noch so ein Teil mit einem Gewinde dran. Das kann man hier unten dran machen, das zeige ich euch gleich. So. So, ihr seht es hier. Das ist der Fuß. Und jetzt kann man das hier so, zack. Und auch ganz schön. Ja. Also der hält gut, der Fuß, kann ich mal sagen.
Aber wenn man das jetzt so auf dem Tisch hat und man spricht halt rein, ist halt weit weg jetzt von mir. Dann müsste ich mich hier so vor das kleine Mikro setzen. Deswegen habe ich mir den Arm dann noch geholt. So, dann haben wir hier auf der Rückseite, gibt es dann noch hier der Input für die Kopfhörer und halt das für USB. Das müsste USB-C sein, denke ich mal. So, dann ist hier das Kabel. Das kann man dann hier reinmachen und dann in den PC. So, dann haben wir hier noch für die Kopfhörer die Lautstärkeregelung. Ja. Also ist ein schönes Teil hier, finde ich. So, dann kommen wir hier dazu. Ich will es ja an den Arm machen. So. Dann ist hier so ein Gummiteil oder was das hier ist. Den kann man rausnehmen. Wenn ich ihn rausbekomme. So. Dann seht ihr schon, jetzt ist es durchsichtig. Und dann kann man das hier reinschrauben. Zack. Und dann kann man das an den Arm machen. So, so sieht das dann aus. Und ich werde es dann so irgendwie an den Arm machen. Ich werde es mal sehen. Und ja, das war es jetzt mit dem Unboxing. Ich zeige euch am Schluss noch mein altes Equipment hier. Und ja, da würde ich sagen, wir sehen uns gleich wieder und bis dann. So, ich habe das rote NT-USB Mini angeschlossen. Ging eigentlich alles ganz easy. Einfach den Arm zusammenbauen, an den Tisch machen, das rote dran schrauben, also das Mikro, dann das Kabel an den PC und schon war alles angeschlossen. So, ihr seht jetzt auf dem Tisch das alte Mikrofon hier, mein alter Arm. Ja. Also ob der jetzt einen Unterschied hört zwischen dem alten, also am Anfang vom Video und jetzt, schreibt es mal in die Kommentare, ob man einen Unterschied hört. Und ja, also das hier ist das Auna MIC 900B. Ja, ich habe ja gesagt am Anfang, was es gekostet hat, so ungefähr. So, dann haben wir hier den Arm, ihr seht. So. Hier sind so Federn dran. Und wenn man da dran kommt, hört man das natürlich. Das hat das den anderen Schwenkarm nicht. Zudem musste ich noch einen Popschutz dran machen. Das hat das andere schon integriert. Also sollte es. Ja. Und dann haben wir hier noch die Befestigung für einen Schreibtisch. Da geht schon hier der Schutz ab. Also ist schon ein großer Unterschied. Ja. Also falls ihr einen Unterschied hört, jetzt von den zwei Mikros, könnt ihr es mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Und ja, ich werde mal schauen, was ich jetzt hier so auf meinem Kanal bringen werde. Vielleicht habt ihr ja irgendwelche Ideen, was ich machen könnte. Vielleicht andere Apps auf dem Handy spielen. Ja. FIFA kommt auch wieder, aber es kommt ja bald das neue FIFA, ich glaube Oktober, 9. Oktober oder sowas. Die neue PlayStation kommt ja auch noch dieses Jahr oder sollte kommen. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Vielleicht gibt es einen Stream am Samstag. Ich verspreche noch nichts und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video Stream. Und dann würde ich sagen, ciao, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.